Die Sendung wird präsentiert von der Allianz, weltweite Versicherungspartnerin der Olympischen und Paralympischen Bewegungen. Das Schöne am Sprint ist, wenn man auf der Bahn steht, man ist voller Adrenalin. Im Idealfall hat man ein lautes Publikum, das voll dabei ist. Dann zählen wirklich einfach die 10 Sekunden, um es dann auf die Bahn zu bringen. Das macht einen gleichzeitig so nervös und so freudig. Und wenn man dann über die Ziellinie ist und es ist gut gelaufen, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl, das man über wochenlang, monatelang, jahrelang darauf geschafft hat. Quando ho provato, la cosa che mi è piaciuta è questa sensazione di libertà e di provare sempre a spostare il limite mio personale. Non era neanche tanto vincere contro qualcun altro, ma era proprio questo cercare i limiti, che è tuttora così, questo provare a vedere fino a dove posso arrivare, che mi piace. Mein Name ist Salome Cora, ich bin Leichtathletin und habe mich auf den 100-Meter-Sprint spezialisiert, bin aber auch mit der 4x100-Meter-Staffel regelmäßig im Einsatz. Sono Elena del Ponte, faccio 100 metri e il mio obiettivo per Parigi è fare il miglior comeback che si sia visto. Il mio Ziel per gli Olimpischen Spiele è mich über 100 Meter einzeln zu qualifizieren und dann in Paris meinen besten Lauf vom Leben abzuliefern. Und mit der Staffel ist ganz klar unser Ziel, um eine Medaille zu holen. Das Team von Swiss Olympic macht sich bereit für den größten Sportanlass der Welt. Zum dritten Mal nach 1900 und 1924 finden die Olympischen Sommerspiele 2024 in der französischen Metropole Paris statt. Olympia ist auch unsere Geschichte. Marcel Fischer ist Olympiasieger im Degenfechten. Spieling hat die Goldmedaille. Die Schweizer gewinnen Gold. Nina Christen gewinnt olympisches Gold in Tokio. Robert Dillbundi gewann Gold in der Radverfolgung. Mit Tragödien. Diese Bilder gingen um die ganze Welt. Tor von Cancellara! Und wahr gewordenen Märchen. Unglaublich, was Riffu da macht. Das Team von Swiss Olympic möchte auch in Paris Geschichte schreiben. Als kleine Sportnation im Konzert der Großen. Das war unser erstes Staffeltraining. Ja, da ist es wirklich mal darum gegangen, um wieder ein bisschen das Gefühl zu bekommen. All'inizio della stagione è sempre speciale, perché è il primo allenamento della stagione, quindi sono tutti emozionati, tutti contenti anche di rivedersi. Pour le moment, on essaie surtout de retrouver les automatismes. Ja, wir haben als Staffelteam, wir möchten sowohl bei den Frauen an der Weltmeisterschaft, wo wir qualifiziert sind, grundsätzlich möchten wir reüssieren. Und reüssieren heisst den Finalplatz. Ah, okay, alors commence Lena avec Ayla et 28 pieds. Okay? Il y a tout qui est prêt. Quindi sicuramente c'era anche un po' di aspettativa, voglia di cominciare la stagione, ma anche felicità di poter cominciare la stagione, perché il fatto di poterla cominciare così presto era un regalo per me, perché all'inizio i dottori hanno detto se va bene magari luglio ed era fine maggio. E quindi tanta voglia di cominciare la stagione e di poter finalmente gareggiare di nuovo quasi un anno dopo. Ich würde sagen, dass es hier gar nicht von der besten Seite. Aber es ist jedes Mal das erste Training. Ja,
Das ist einfach, ich muss einfach mal gemacht haben wieder. Nein, weil das letzte Training, das wir hatten, war im August letztes Jahr, wo wir Staffelstäbe in der Hand hatten. Und da ist natürlich dann schon, ja, ein Vierteljahr fast. Du kannst ein bisschen schneller gehen. Jetzt, der Abstand ist gut, das ist schön. Aber wenn du siehst, die Hand ist wichtig, du gehst direkt zu seiner Hand, also ihre Hand. Trainer haben wir schon gekannt. Also der Raphael Monachon, der ist ja auch der Staffeltrainer gsi bis Tokio, also bis im 2021. Und den haben wir auch immer sehr gern gehabt. Also wir haben uns mega gefreut, dass er wieder im Team ist. Und der Peter Haas, der ist ja lang Chef Leistungssport gsi bei Swiss Athletics. Und ihn an Bord zu haben, ist wirklich super. No, merci beaucoup. En tout cas, je préfère qu'on s'arrête là. C'était une première. un premier retour. Moi, je vais aussi un petit peu m'adapter à chacun. Donc, moi, je suis confiant. C'est pas nul. Il y a des choses bien, il y a des choses à améliorer. Hein? D'accord? Ben, merci. Merci. Merci beaucoup. Die Staffel nimmt wirklich einen grossen Platz in der Schweizer Leichtathletik-Geschichte ein. Das Frauenstaffelquartett pulverisiert den 32 Jahre alten Schweizer Rekord um 41 Hundertstel. Alle jungen Sprinterinnen in der Schweiz haben wirklich dann als Ziel, um in die Staffel zu kommen. Neuer Schweizer Rekord. Platz 16 in der Nationenwertung. Zum ersten Mal unter 43 Sekunden. Ponte di Startläuferin. Laila, che è arrivata quinta alle Olimpiadi, è impossibile spiegarla senza i primi anni della staffetta. Das ist der Schweizer Rekord. 42,55. Aber Salome Cora ist stärker als die Schweiz. Und da ist Saoli Lazan. Alles hat hier begonnen mit dieser Frauenstaffel. Vor 7 Jahren ist es gewesen. Ich wäre nie so schnell über 100 Meter gerannt, wenn ich nicht Staffeln gehabt als Motivation. Die Schweiz qualifiziert sich direkt für den Olympiafinal. Es ist ja, im Vergleich mit vielen anderen Jobs ist es ja wirklich der Lebensstil. Und da ist es ein 100% Job, aber effektiv die Stunden, die man investiert, sind schon deutlich weniger als ein 100% Job. Also da würde ich sagen, da sind wir vielleicht bei 50%. Also wenn man wirklich die Stunden von Training, Physio, Massage anschaut, dann kommen wir vielleicht auf ja, ein bisschen mehr als 20 Stunden in der Woche. Salome besucht eine ihrer ältesten Freundinnen, Martina Baumeler. Hier ist Salome nicht der Leichtathletikstar, sondern Gotte Salome. Ich bin noch einigermaßen zufrieden. Wie lange wüsste ich, dass du kommst? Ja. Willst du Kaffee? Gerne, ja. Gut. Ich habe noch ein Bananenbrötchen. Oh, sehr, sehr gut. Ja. Ja. Ah. Keine Ahnung, wie lange das drüben ist. Hui, du! Ja, man muss sicher definitiv besser planen, dass man Zeit hat, zum allgemeinen Zoom-Feld zu sehen. Und mein Gottebub speziell. Ja, es ist einfach ein bisschen herausfordernder während der Saison. Aber ich denke, für Sachen, die wichtig sind, findet man immer ein bisschen Zeit. Aber ich nehme dich schon sehr flexibel wahr. Gell, eigentlich auch während schon der Saison bist du sehr flexibel. Weil halt, ja, es ist halt nicht der 9-to-5-Job. Also du kannst dann halt doch einmal am Morgen, wo sonst irgendwie da ist aber kann. Da ist aber schon, das stimmt, da ist wirklich, ja. das stimmt echt. Den Fleckmoor-Freundschaft, der hat einfach mit, zum Beispiel bei dir oder bei Lisa hat bei dir gemacht, dass sie einfach zum Mittag gibt. Ja, stimmt. Ja, und eigentlich ist es auch wieder klassisch für eine selbstständige Person. Ja, das stimmt. Dass eben dann eigentlich Zeit hast, wenn du dir einteilen willst. Ja, das stimmt. Tschüss. Mach's ganz, ganz gut. Ja, ihr auch. Athletissima in Lausanne. Die Staffeltrainer wissen, sie werden diese Saison ohne Mujinga Kambunji auskommen müssen. Die konzentriert sich wegen Fußproblemen auf Einzelstarts. Doch auch Ayla Del Ponte startet heute nicht. Il giorno di Atletissima mi sono svegliata alle 6:30 di mattina e alle 7 avevo un appuntamento per fare una risonanza magnetica. Perché il mese prima mi ero fatta male durante una gara e mi avevano detto che si trattava di uno strappo di primo grado e che doveva metterci 2 o 3 settimane a rimettersi. E alle 9:30 ho ricevuto i risultati, mi è stato annunciato che avevo uno strappo completo del retto femorale dal tendine. Appunto non mi aspettavo che fosse una cosa così, così grave e il fatto di dover chiudere la stagione
una gara dopo che era cominciata e dopo che ero così contenta di ricominciare è stato difficile. È stata veramente una, come diciamo in italiano, una mazzata, è stata tosta per me. Ja, das ist natürlich schon ein Rückschlag, dass wir die Eila verlieren. Und es ist wirklich nicht gut für die Staffel, das ist klar. Wir haben fest gerechnet mit ihr, dass sie nach zwei Jahren weniger Performance zurückkommt und stark zurückkommt. Und jetzt ist sie leider nicht der Grund. Alors, moi, je veux pas ajuster les buts. Et il faut continuer d'avoir des ambitions, parce que sinon, on reste à la maison et puis on court pas. Je pense que les filles maintenant ont aussi plus d'expérience, même les jeunes, et on va aller avec une équipe forte à Budapest. Sono una team player, sono sempre stata una team player e in uno sport che è individuale, ma con la staffetta, sono cresciuta in questa staffetta e voglio anche dare l'esempio alle più giovani che sì, possiamo essere infortunati, però possiamo sempre essere presenti per questa squadra. Non siamo noi il centro, ma la squadra è il centro, la Svizzera è il centro. Staffelfrauen werden an der Atletissima ohne Ayla del Ponte Dritte. Die verletzte Athletin kann sich für ein paar Stunden ablenken. Der lange Weg zurück ins Wettkampfgeschehen hat für sie eben erst begonnen. An den Schweizer Meisterschaften entscheiden Peter Haas und Raphael Monachon darüber, wer mit der Staffel an die WM nach Budapest reisen darf. Wer ist schnell? Wer kann auf welcher Position laufen? Der Staffeltrainer muss einfach mit dem arbeiten, was er überkommt. Er muss uns sehr, sehr gut kennen oder unseren Laufstil sehr gut kennen, um auch zu entscheiden, wer stellt er wo an. Da braucht sehr, sehr viel Erfahrung beim Trainer und er muss uns wirklich gut kennen als Menschen, vom Charakter her, weil das ist auch noch wichtig. Ja, wo dass man den entsprechenden Charakter über den stellt und aber auch vom Laufstil her. Wir sind auch wirklich viele Athletinnen im Staffelprojekt. Anfangs vom Jahr, das sind 10, 12 Athletinnen. Und dort sich nachher erst herauskristallisieren, wer sind dann auch vielleicht die 6, 7, die dann auch effektiv laufen könnten. Der Changement, c'est ça, oui, oui. Non, c'est clair, il faut. Zusammen mit Nachwuchstrainer Kim Betrison diskutieren Peter und Raphael nach den Wettkämpfen über mögliche Aufstellungen der Staffel an der WM. Ich glaube, maintenant on décide le ranking 1, 2, 3, 4, 5 et un 6e. Die ersten drei sind aufgrund ihrer Leistungen gesetzt. Melissa Gutschmidt, Geraldine Frey und Salome Cora. Doch beim letzten Platz und den Ersatzläuferinnen gibt es Diskussionen. Natascha, tu dis que au 4, elle serait elle est pas assez stable. Pour moi, c'est assez clair, les 4 premiers. Natascha est quand même pour moi 5. Avec le potentiel, oui, avec ça. Oui, c'est ça. Parce qu'elle doit s'améliorer, elle doit apprendre à s'améliorer. C'est elle qui a le plus de développement. Si elle veut courir, elle est fast, hein, lancée quand même. Si elle veut. Donc moi, je pense qu'il faut, rester avec elle. Letztes Training im Letzigrund. Nachwuchstalent Natascha Kony ist seit den Schweizer Meisterschaften weitere starke Zeiten gelaufen. Immer mehr drängt sie sich für einen Staffelstartplatz an der WM auf. Ich meine, jeder will schlussendlich laufen und ich finde einfach, es muss fair play sein, weißt, der Trainer entscheidet und dann müssen einfach wir die anderen, die nachher Ersatz sind für das Team, auch da sind. Das Spannende ist natürlich schon bei der Staffel, dass wir betreiben einen Einzelsport, aber auch einen Teamsport. Das kann sehr eine große Challenge sein. Vor allem, wenn es darum geht, wer läuft denn von den 6. Und es ist nicht ein schönes Gefühl, wenn man nicht weiss, laufen wir oder laufen wir nicht. Attends trop. Elle attend trop. Natacha. Je sais, il fait chaud, je suis OK avec ça. Mais gardez la main. N'anticipez pas la fermeture de main. Hein. Vous devez avoir le témoin dans la main pour pouvoir fermer. Pas fermer trop tôt. Sie bringt ihre Unbekümmertheit ein. Sie ist unkompliziert. Sie ist auch bilingue, sehr integrierend und ist
eine sehr gute Saison gelaufen bis jetzt. Sie hat das absolut verdient mit ihren guten Leistungen in über 100 Meter. Sie hat auch ein paar Rennen drin, die nicht ganz so top waren, aber auch ein paar, die sehr, sehr gut waren. Lugano statt Budapest. Ayla Del Ponte ist derzeit weit entfernt vom Wettkampfgeschehen. Sicuramente il rispetto per la situazione c'è ancora, anche perché non penso che sia completamente risolto a livello mentale per me. Per questo che comunque vado ancora a vedere il mio psicologo a Losanna in questi giorni, perché non voglio che questa paura di farsi di nuovo male resti con me. Non voglio andare nell'allenamento e avere sempre una voce in testa che mi dice attenzione che torna, attenzione che ti fai di nuovo male. Im Moment hat Ayla Del Ponte mehr Zeit, als ihr lieb ist. Doch den Besuch im Kunstmuseum mit Freund Bram Peters hätte sie auch auf dem Programm, wenn sie nicht verletzt wäre. La mia relazione con l'arte è nata dalla curiosità, diciamo, da andare nei musei già quando eravamo piccoli con alle elementari e vedere le immagini. E poi penso che il mio lato artistico, che sia quello letterario, sia molto legato anche alla trasposizione in immagini dell'arte. Che sia musica, che sia letteratura, che sia arte, mi interessa molto. This is probably people do not see when you see the Ayla on the track, but at home she's always studying and reading some things, and she also loves to explain me certain things about history, which I think is very interesting also. When we go into a museum like this, she can give me a lot more information than just written somewhere on the wall or so, and it's always very interesting. Halbfinal an der WM. Die Aufstellung? Cora, Gutschmidt, Frey und dank ihrer Leistungen in den Wochen zuvor, Conny. In dieser Konstellation ist die Staffel noch nie gelaufen. Das Vertrauen ist es auch und so in der Staffel. Für die, die kommen, das Vertrauen an die, die wegläuft, dass die richtig wegläuft. Jetzt aber volle Konzentration auf die Bahn 4, auf die Schweiz. Wie schlagen sie sich? Und die ersten drei? Und sie werden direkt qualifiziert. Toni rauscht los. Muss vor ihr die Britin ziehen lassen, aber hält die Französin auf Distanz. Der erste Wechsel zu Cora, der ist okay gewesen. Und Cora auf der Gegenraden macht ein sehr starkes Rennen. Der Wechsel zu Frey. Oh, volles Risiko gegangen, der ist sehr gut gewesen. Der hat mir gefallen. Und Frey in der Kurve. Jamaika ist schon vorbei. Und der letzte Wechsel auf Gutschmidt ist auch gut. Und die Schweiz kämpft jetzt um den dritten Platz. Gutschmidt ist immer noch Dritte. Kann sie die Deutsche auf Distanz halten? Jawohl, die Schweiz holt sich diesen dritten Platz hinter Jamaika und Großbritannien. Das ist eine Riesenleistung. 42,64. Das ist für dieses Quartett eine Bombenzeit. Die Wechsel, die waren wirklich auch gut, die haben gepasst und die zwei Jungen, die haben auch performt. Felicitations! Das ist der Finale. Eine riesige Leistung. Dylan Sprung hat gesagt, ja, bei den Wechseln gibt es glaube noch Potenzial. Das war noch nicht das letzte Risiko. Gerade der erste hat sie angesprochen. Hat sie recht, das war noch nicht das letzte Risiko, Salome Cora? Nein, definitiv noch nicht, nein. Ja, es hat noch Potenzial. Wir haben die Übergabe ganz wenig trainiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber wir haben wirklich vor der WM ein einziges Mal habe ich den Stab von ihr übernommen. Im Training zwei Tage vorher. Und denen hat vielleicht schon ein bisschen das Vertrauen gefehlt. Der WM-Final. Die Schweiz mit derselben Aufstellung wie im Halbfinal. Schweiz auf Außenbahn 9 gestartet mit Natascha Kony. Sie übergibt jetzt an Salome Cora, die sehr gut gelaufen ist im Halbfinal. Und die USA auch mit einem sehr guten Start. Wechsel geht nicht bei der Schweiz. Ich habe sofort gemerkt, okay, wir sind aus der Position, es gibt eine Disqualifizierung. Ich hatte dann also einen Moment, wo soll ich weiterlaufen oder nicht? Ich habe dann aber gefunden, komm, wir sind jetzt in dem Stadion, wir dürfen in dem Finale laufen. Wir laufen jetzt einfach, ich laufe weiter mit dem Wissen, dass schlussendlich eine Deko wird dort stehen. Zu viel Risiko also bei der Schweiz. Dieser Wechsel war besser auf Frei.
die USA schaffen das Double. Und ja, die Schweizerinnen, das läuft unter dem Titel Erfahrungen sammeln. Natürlich eine wunderbare Geschichte, dass sie nach diesem Neuanfang gleich wieder den Sprung in den WM-Final geschafft haben. Ein Wechselfehler hat sie hier auf den Boden der Realität zurückgeholt. Es ist wirklich alles oder nichts in dem Finale. Weil wir wissen, wenn wir eine Medaille wollen, dann müssen wir alle voll alles geben. Wir machen uns gegenseitig keine Vorwürfe, grundsätzlich. Und ich finde, das ist mega schön. Also wir gewinnen das Team, wir verlieren das Team. Und das ist wirklich, das ist nicht einfach nur ein Satz, sondern so leben wir auch das Ganze. Ich glaube, auch für unser Selbstbewusstsein war es wirklich gut gewesen. Wir haben gelernt, wir können mit dem umgehen, um plötzlich komplett anders zu laufen. Und es kann trotzdem gute Resultate geben. Es wird auch in den nächsten Jahren wieder die Herausforderungen geben, dass Leute ausfallen, spontan sich verletzen. Und diese Saison, ich glaube, hat uns wirklich gezeigt, dass das möglich ist, dass wir ja, wirklich anders zusammengesetzt auch schnell rennen können. Die Saison ist fast zu Ende. Doch ein Höhepunkt kommt noch. Weltklasse Zürich. Wir sind schon mega privilegiert mit den zwei Diamond Leagues in der Schweiz. Also das sind wirklich immer meine Lieblingserinnerungen, wenn ich so auf die Saison zurückschaue. Wie geht's mit der Verletzung? Langsam besser. Langsam ja, besser? Ja, ja. Gibt es ein Comeback dieses Jahr? Nicht dieses Jahr, nächstes Jahr. Danke vielmals. Schönen Abend. Non è un problema per me vederli riscaldarsi, sono tranquilla, anche perché ho il cuore in pace. Non c'è nessuna ragione di essere, diciamo, infelici. È chiaro, preferirei mille volte essere sulla pista e fare quello che mi piace. Però ci sono delle parti. Aber dann auch, wenn es ist Goldrum B. Ich komme auch. Ja, aber es ist. Ja, mega cool, dass auch jetzt hier wieder die Ayla dabei ist und hat wollen dabei sein und uns hat wollen motivieren und begleiten bis an den Callroom hin. C'est la dernière fois qu'on fait du relais cette année. Donc on continue sur la lancée. Hein, on va chercher la première place pour le relais 1, la cinquième pour le relais 2, hein, d'accord? Ayla Del Ponte ist ein weiteres Mal zum Zuschauen verdammt. Nach einer verlorenen Saison liegt ihr Fokus schon jetzt auf dem Olympia-Comeback. Für ihre Staffelkolleginnen geht es zuerst noch darum, das Jahr versöhnlich abzuschließen. Ohne die Startläuferin. Sieht gut weggekommen. Der Wechsel zu Cora Henne ist der Sicherheit gewesen, aber viel besser als im WM-Final. Schweizerinnen da voll mit dabei. Dann sind die Niederlande weiter vorne. Ja, der Wechsel auch wieder mit Marsche, aber die Schweiz ist sehr gut im Rennen drin. Und sie kann uns ein Kopf an Kopf drin. Gutschmidt ist vorne, kann sie diesen Vorsprung verwalten? Gutschmidt immer nach vorne, sie wird bedrängt, aber wird das eng. Oh! Was für ein Schluss! Um Gottes Willen, Melissa Gutschmidt stürzt auf der Zielgerade. Je suis déçu pour les filles, c'est tout. Et je crois qu'elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour aller chercher une médaille, surtout Melissa. Et puis voilà, ça serait été vraiment, vraiment top de finir sur une victoire. Eine ganz lehrreiche Saison. Zum einen haben wir sicher eine Vorzeige bekommen, dass wir noch viel, viel, viel zu tun haben. Die Wechsel müssen einfach viel automatischer sein, dass man halt auch im Adrenalin, im Finale, dass man wirklich die Wechselsicherheit hat. Aber es ist wirklich mega cool, um zu sehen, welches Potenzial das rum ist. Wir denken, die Olympiazyklen und Olympische Spiele, die sind jetzt wirklich schon in ein paar Monaten. Und wir reden immer von dieser Medaille. Das Ziel muss sein, zum einfach besser werden in den Wechseln. Und denen steht uns alles offen.
Ja, und dann können wir wirklich anfangen zu träumen. Die Sendung wurde präsentiert von der Allianz, weltweite Versicherungspartnerin der Olympischen und Paralympischen Bewegungen.